Lyra, versuchst du dich bei allen unbeliebt zu machen oder machst du das einfach aus Spaß? Ich könnte dir beides nicht vorwerfen. Ich bin nur neugierig. Eine Dingdorfwende ins Bund zu wirken, ist ein hervorragender Weg, einen Lichtstrahl auf dich zu werfen oder eine Zielscheibe auf deinen Rücken zu malen. Lyra verschränkt die Arme und grinst. Ich habe dir die Haut gerettet, oder nicht? Ich habe uns alle in Gefahr gebracht. Ich hätte es niemals tun dürfen. Oh, neuer Tipp bei Lyra. Simba, sich laufend selbst hinterfragen. Wenn du mich fragst, bringt das uns in größere Gefahr, als die Magie des Oberherrn zu nutzen. Lass dir ein paar Eier wachsen und steh zu deinen Überzeugungen. In einer Welt, in der ein Rechtsfähiger von einem uneinnehmbaren Turm aus apokalyptischen Zaubern wirken kann, wer kann schon sagen, was richtig und was falsch ist. Okay. Dann haben wir noch Landry wahrscheinlich. Landry schaut nickend auf, nachdem er letzte Federstriche ein Notiz auf seinen linken Arm beendet hat. Not to steal your glorious day in the sun, but I must say, now all my notes on you are suddenly worth 10 times their weight in iron. My journals will melt the linens off the ladies, I tell you. Ich möchte dir ja nicht die Butter vom Brot nehmen, aber ich muss sagen, dass all meine Aufzeichnungen über dich plötzlich ihr 10-faches Gewicht in Eisen wert sind. Meine Tagebücher werden den Damen die Unterwäsche verdampfen lassen, das kann ich dir sagen. What's that you say? Buxom, nubile lasses with an interest in old men who know history. You need a definitive tractatus on the trials and tribulations of the Archon of the Tears? Well, you're in luck. Landry steigt das gerade zu Kopf. Was sagst du da, dralle, mannbare Weibstücke, die nach alten Männern mit Geschichtswissen gieren? Brauchst du ein ordentliches Stück Traktat über die Irrung und Wirrungen des Archonen der Stufen? Na, dann hast du Glück. I think one can safely conclude that you have the Overlord's attention. And that of the Tears. Soon, all of Taratus. You realize, I trust, I hope, that nobody other than Kairos has ever cast an edict until you. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass du die Aufmerksamkeit des Oberherrn hast und die der Stufen, bald bestimmt auch die von ganz Taratus. Ich hoffe, dir ist klar, dass außer Kairos niemand ein Edikt verkündet hat, bis du kamst. Weißt du, wann Kairos sein erstes Edikt gewirkt hat? Gute Frage. In parts north, it's commonly held that Kairos's Edict of Dust was the first, but it was cast in the year 11. It was just the first edict to ripple across the whole of Taratus. If you lived somewhere that used to have antelope, you probably think that's the first edict of the Overlord. Gute Frage. In manchen Gegenden des Nordens ist man üblicherweise der Ansicht, dass Kairos Edikt des Staubes das erste gewesen ist. Aber es wurde im Jahr 11 gewirkt. Es war wohl lediglich das erste Edikt, das sich auf ganz Taratus ausgewirkt hat. Wenn du anders gelebt hättest, wo es einst Antilopen gab, wirst du es wahrscheinlich für das erste Edikt des Oberherrn halten. But here, the answer is given to us by the Overlord's own sense of posterity. Year 0 of Kairos' calendar is said to correspond to the day Kairos went from warlord to wearer of many crowns. A victory won when the first Edict of Storms shocked both the Cloud Barons and the realm of Medrev to capitulate. Hier aber erfahren wir, wie der Oberherr die Nachwelt wahrnimmt. Das Jahr 0 in Kairos Kalender soll für den Tag stehen, an dem Kairos vom Kriegsherrn zum Träger vieler Kronen aufgestiegen ist. Diesen Sieg erlangte er, als das erste Edikt der Stürme, die Wolkenbarone und das Reich Medrev so schockierten, dass sie schließlich kapitulierten. Antilope, ist das ein Tier? Yes, or it was at least, until they were all wiped out by the Edict of Dust. Or that's as best we've pieced it together from the records. From what we've gathered from their skeletons, they were some sort of mute beast man that ran on 4 legs. Ja, oder das war es zumindest, bis alle durch das Edikt des Staubes ausgerottet wurden. Zumindest haben wir uns die Geschehnisse so aus den Aufzeichnungen zusammengestückelt. Nach dem, was wir von ihren Skeletten lernen konnten, waren sie eine Art stummer Tiermenschen, die auf 4 Beinen liefen. Eigentlich waren es nur Tiere. Antelope or not, like beast women. Antilopen sind nicht wie Tierfrauen, entgegnet sie und lässt ihre Klauen verärgert einmal, zweimal, dreimal zuschnappen. Antelope have hooves for fleeing. Beast women have claws for killing.
antelope don't eat meat, are spooked easily, are large but helpless, lumber but lack reason, are prey. Silverback tribe hunted antelope extinct. Antilopen haben Hufe für Flucht, Tiermenschen haben Klauen für Töten. Antilopen essen nicht Fleisch, sind sehr schreckhaft, sind groß aber hilflos, sind flink aber ohne Vernunft, sind Beute. Silberrückenstamm hat Antilopen gejagt bis ausgestorben. Sie schnieft und wirft dem Weisen einen vorwurfsvollen Blick zu. Balding Mystic tells many strange, stupid tales. Thinks to know everything. Wie sie mit dem Finger auf ihn zeigt. Alter Tintenmystiker erzählt viele seltsame, dumme Geschichten. Glaubt, weiß alles. I suppose I'm more of an expert in living things, like birds. And can't quite confirm or deny what you're saying, but... Just forget I said anything. Ich bin wohl eher ein Experte für Lebewesen wie Vögel und kann das, was du sagst, weder bestätigen noch widerlegen. Aber vergiss einfach, was ich gesagt habe. Okay, außerdem ist es sehr sicher, dass Kyrus irgendwie versuchen wird, für mich eine Lösung zu finden. Meine neu gewonnene Macht ändert nichts an der Tatsache, dass ich Kyrus treu ergeben bin. Aber man wird mich wahrscheinlich trotzdem als Bedrohung wahrnehmen. Bist du sicher, dass die Geschichte mögliche Rivalen des Oberherrn nicht einfach gelöscht oder vergessen hat? Well, I have a hard time believing that someone would cast an edict and not have it noticed. Nun, es fällt mir schwer zu glauben, dass jemand unbemerkt ein Edikt wirken könnte. Ja, aber vielleicht wirkt ein Rivale ein Edikt, Kyrus tötet den Rivalen und beansprucht die Ergebnisse für sich. Well, as of now, I've seen with my own eyes that the Overlord is not unique in this regard. And I suppose you're all the evidence I need to throw suspicion on the record. Tja, nunmehr habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen, dass der Oberherr diesbezüglich nicht einzigartig ist. Und mehr Beweise als dich brauche ich nicht, um den Verdacht auf die Aufzeichnungen zu lenken. Now, if you are right, that implies the Overlord has no qualms silencing and murdering those who pose a threat. In your case, at least my written record of you might survive. See? I'm being optimistic. Nun solltest du recht haben, dann besagt das, dass der Oberherr keinerlei Skrupel hat, all jene zum Schweigen zu bringen und zu ermorden, die eine Bedrohung darstellen. In deinem Fall könnten zumindest meine schriftlichen Aufzeichnungen von dir überleben. Du siehst, ich bin ein Optimist. Ja, irgendwie wird Kyrus wohl eine Lösung für mich finden. Same time, if you really were a meaningful threat, you'd have already been the victim of an edict or bled in Mark's daggers. So, this has me rather curious. Just what does the Overlord wish to do with you? Gleichwohl, wenn du wirklich eine ernsthafte Bedrohung wärst, hätte dich längst ein Edikt zur Strecke gebracht. Oder blenden magst du euch. Das hat mich ziemlich neugierig gemacht. Was hat der Oberherr nun mit dir vor? Wir werden uns wohl bald genug herausfinden. Wir sollten aufbrechen. Indeed. Once again, I find myself wishing the days and nights would slow down just a hair. Never enough hours to journal these dense days. Let us be on our way. In der Tat, abermals wünsche ich mir, dass die Tage und Nächte nur ein kleines bisschen langsamer vergehen würden. Nie ist genügend Zeit, diese ereignisreichen Tage angemessen zu dokumentieren. Lass uns aufbrechen. So, hast du noch was zu sagen? Little Chitterbird has pledged to Alpha of Gills and Shadow. He is good for Chitterbird's chance of survival, but bad for Beastwoman's ears. Oh, sie hat's von Sirene. Fatebinder wants Beast. Okay, die hat auch nichts Neues zu sagen. Es fehlt nur noch Ebb. Hail, mighty Archon. Heil, mächtiger Archon. Ebb salutiert dir mit einem Nicken und stößt ihren Stab auf den Boden, als sie Haltung annimmt. Your newfound power runs in the face of what I thought I knew. All my life I've been told Kairos alone can issue an edict. And yet, here you are. Proclaiming mastery of the lands, just like the Overlord. Deine neu gefundene Macht widerspricht allem, das ich zu wissen glaubte. Mein ganzes Leben hat mir gesagt, dass nur Kyrus sein Edikt verkünden könnte. Und dennoch, hier stehst du und verkündest die Herrschaft über das Land genau wie der Oberherr. Dann ist es dein Glück, dass du auf mich eingeschworen bist. Vielleicht gibt es außer mir und dem Oberherrn noch andere? I should certainly hope not. Tarantus isn't large enough for Kairos, and it's certainly going to get very interesting if the two of you start waving your edicts to and fro.
Das hoffe ich auf keinen Fall. Terrados ist schon für Kyros nicht groß genug. Und wenn ihr beide damit anfangt, mit euren Edikten herumzuwählen, könnte es äußerst interessant werden. I would have felt if someone else were proclaiming edicts. I knew when this one activated the spire. From what I know of Kyros, the Fatebinder is definitely a wrinkle in some carefully laid plans. Ich hätte es gespürt, wenn jemand anderes Edikte verkünden würde. Ich wusste Bescheid, als du den Turm aktiviert hast. Nach dem, was ich über Kyros weiß, ist der Schicksalsbilder definitiv eine Falte in einigen sorgsam ausgebreiteten Plänen. Falls in den letzten 431 Jahren jemand anderes außer Kyros einen Edikt verkündet hat, dann würden wir das sicherlich wissen. Es hätte Augenzeugen und Hinweise gegeben, die Kyros Marsch nach Westen vorausgeeilt wären und die Weisen hätten davon gehört. Your newfound power runs in the face of what I thought I knew. All my life I've been told Kyros alone can issue an edict. And yet, here you are, proclaiming mastery of the lands just like the Overlord. Deine neu gefundene Macht widerspricht allem, das ich zu wissen glaubte. Mein ganzes Leben hat man mir gesagt, dass nur Kyros ein Edikt verkünden könnte, und dennoch, hier stehst du und verkündest die Herrschaft über das Land genau wie der Oberherr. Ja, ich kann ihre Mächte nachahmen, aber ich bin nicht wie die Oberherrin. Gehen wir mal davon aus, dass sie weiblich ist. You mean his powers. Du meinst seine Mächte, ich meine seine. Let's see if you still feel this way when the reality sinks in and your mastery of this newfound power solidifies. The world now bows to your mere utterance. Each day you will grow stronger, while the world becomes weaker in comparison. Ist ja schon mal lustig, dass Sirene angeblich weiß, dass der Oberherr männlich ist. Das sagst du jetzt, aber warte erstmal, bis dir die Wirklichkeit bewusst wird und sich deine Beherrschung dieser neu gefundenen Macht gefestigt hat. Die Welt verneigt sich jetzt schon vor deiner bloßen Äußerung. Du wirst täglich stärker, während die Welt im Vergleich zu dir schwächer wird. Put another way, if I could do what you do, the world would be at the mercy of my depravity. Cursing the name of Ebb, Archon of Fecund Fluids. Let's hope your moral sextant isn't as crooked as my own. What? Will ich das wirklich vorlesen? Also Ebb hat manchmal wirklich eine andere Glatsche. Anders gesagt, wenn ich deine Mächte hätte, wäre die Welt meiner Verdorbenheit ausgeliefert und ich würde meinen Namen verfluchen. Ebb, Archontin der Fortpflanzungsflüssigkeiten. Wollen wir hoffen, dass dein moralischer Sextant nicht so schief wie meiner ist? Your newfound power runs in the face of what I thought I knew. All my life I've been told Kyros alone can issue an edict. And yet, here you are, proclaiming mastery of the lands just like the Overlord. Deine neu gefundene Macht widerspricht allem, das ich zu wissen glaubte. Mein ganzes Leben hat mir gesagt, dass nur Kyros ein Edikt verkünden könnte, und dennoch, hier stehst du und verkündest die Herrschaft über das Land genau wie der Oberherr. Ich will das nicht anklicken, aber ich bin neugierig, was passiert. If watching you slowly descend into power-hungry madness is the definition of good fortune, I consider me blessed. Ich bin ein Glückspilz, wenn es als Glücksfall gilt, dich langsam in den machthungrigen Wahnsinn abgleiten zu sehen. Your newfound power runs in the face of what I thought I knew. Ja, genug geredet. Ask away. Lass uns weiterreisen. Gut. Oder war da noch was? I trust all is well. What is it you need? Nein. Gut, das heißt, wir können jetzt gehen und erstmal das ist alles nicht erreichbar. Wie die verseuchten Altmauern, wir können nur in die Bresche, weil das in meinem Hoheitsgebiet liegt, genau wie diese Orte, die ja alle jetzt Graven Ash gehören. Wir könnten zur Kakophonie reisen. Wobei ich mal davon ausgehe, dass es von diesem Turm hier aus wahrscheinlich näher ist zur Kakophonie. Wir können auch nach Halbtor. Egal. Erstmal zur Ehrenesse. Begegnung das Klingengrab. Der Sonnenschein bemüht sich, die dicken braunen Wolken zu durchdringen. Die aufregenden Gebilde aus verformter Bronze und Eisen, die zu den Wahrzeichen des Klingengrabs geworden sind, werfen lange Schatten. In der verschwommenen Ferne kannst du gerade so die rechteckige Form von Ehrenesse hoch oben auf dem Berg ausmachen. Du siehst den grauen Rauch, der sich vor dem Himmel abzeichnet, bevor du den Spalt erreichst.
Voran des breiten Grabens aus siehst du eine Handvoll Lagerfeuer. Dann erkennst du verkohlte Glieder und Knochen daraus hervorragend und vermutest, dass die Feuer durch menschliches Fett genährt werden. Die Flammen enthalten jedoch nur einige der Leichen. Das Land unter dir ist übersät mit Dutzender weiteren, insgesamt wohl über 100. Weitere Nachforschungen anstellen. Der süßlich-grauenhafte Gestank des Todes überwältigt dich, als du in die Kluft hinabsteigst. Von oben waren die Leichen nur eine chaotische Masse. Sie ließen sich keinerlei Wappen erkennen. Als du nun zwischen den Toten umhergehst, weißt du, warum das so ist. Viele tragen nur schlechtes Leder, lediglich purpurne Schärpen oder Gesichtsbemalung identifizieren sie als Rekruten des Scharlachroten Chors. Als du etwa 10 bis 20 Mitglieder der Horde... Auf etwa 10 bis 20 Mitglieder der Horde kommt ein übel zugerichteter Legionär der Geschmähten. Die Rüstungen dieser Soldaten sind jeweils von Dutzenden von Stellen zerstört, die Wunden mehr als ausreichend, um sie 10-mal zu töten. Beim gnädigen Kyros murmelt Beric, der bei einer der Leichen kniet. Er berührt die Stirn der Leiche. Telluria, ich erkenne dich kaum, Schwester. Er blickt zu dir. Archont, diese Soldaten sind im Dienst des Oberherrn gestorben. Sie haben Besseres verdient, als den Elementen ausgesetzt zu sein. Lyra schnaubt verächtlich. Bist sie etwa alle begraben, Großer? Die Horde und die Wüter auch? Werd nicht albern, antwortet der Steinschild. Alle, die hier gestorben sind, hatten Kyros die Treue geschworen, oder nicht? Sie verschränkt die Arme. Wenn einer ein Begebnis verdient, tun es dann nicht alle? Die Geschmähten begraben, die Chormitglieder begraben, alle begraben, das Schlachtfeld plündern, die Geschmähten begraben. Ja. Präzision, Präzision, Präzision und wir haben ein bisschen Gunst bei den Geschmähten.